Ja, es folgt Track Nummer 5, Cold Cloak, der basically eigentlich aus deiner Feder stammt, außer der Chorus. Genau, ne, der ist ja. Musikalisch ist das meiste von mir, aber die Idee und das Thema war ja von dir. Also da geht es darum, dass die Erde komplett eingefroren ist für mehrere Millionen Jahre in ihrer Entwicklung und dass das Leben kurz davor war, komplett auszusterben und dass das Leben als solches gerade noch so geschafft hat, diese Eisperiode zu überleben und danach wieder blühen konnte. Und das wollten wir natürlich musikalisch dann so festhalten, dass wir gesagt haben, okay, das ist hier potenziell der traurigste Punkt auf dem Album, also muss alles her, was irgendwie einen traurigen Metal-Song so ausmacht. Und da haben wir dann natürlich die melancholischen Clean-Gitarren und das lange schleppende Intro, ein langsamer Rhythmus. Und die ganzen Klischees irgendwie da drin verwurstet und das dann aber trotzdem mit unserem eigenen persönlichen Style noch ganz cool gemacht. Das Ergebnis klingt natürlich absolut nicht klischeebehaftet. aber ich finde, hier kommt auch ganz gut diese kristalline Ambient-Stimmung auf, so, die gerade in dem sehr langen Intro ja, im Fokus ist, würde ich sagen. Und dann kommt auch der Break mit dem Orchester und den Synthi-Flächen, bevor es dann in die relativ rockige Strophe geht. Mhm. Und der Chorus auch hier wieder sehr eingängig, dann der Part mit dem kleinen Blastbeat und so, der punktuell mal als Element bei uns als Metalband vorkommt. Ja. Und auch hier wieder sehr viel Orchester-Epos dabei. Und am Ende gibt es die Tauschstimmung. Genau, am Ende gibt es zum Glück Happy End und das wird dann auch tonal durch ein paar eingestreute Dur-Akkorde unterstrichen, dass es am Ende doch alles wieder gut wird und es wieder taut. Genau, denn da entstanden die Ediacara-Lebewesen, die heute nur noch als Fossilien übermittelt sind und dann die Brücke schlagen zum Kambrium.